Herzlich willkommen, liebe Studierende. Heute beschäftigen wir uns mit Zitation und Plagiat. Jetzt fragen wir uns, okay, wir haben jetzt gelernt, mit wissenschaftlichen Dingen zu arbeiten. Warum ist das jetzt wichtig? Das ist ziemlich wichtig in der Wissenschaft. Sie haben vermutlich in den Medien schon diverse Fälle gehört, wo irgendwelchen berühmten Leuten ihre akademischen Titel aberkannt wurden, weil sie Plagiat begangen haben. So, Plagiat ist jetzt ein hübsches Wort. Was bedeutet das eigentlich? Relativ simpel ausgedrückt heißt es eigentlich nur, Diebstahl geistigen Eigentums von anderen Leuten. Das bedeutet, die Leute haben irgendwie in einer Form abgeschrieben oder einfach auch nur versagt, ordentlich zu zitieren. Und damit ihnen das nicht passiert, schauen wir uns jetzt an, wie man richtig zitiert. Das ist nämlich eine eigene Wissenschaft für sich, genau genommen. Auch hier gilt das Gleiche wie bei den ganzen Suchmaschinen schon. Wir sehen es da unten. Es gibt verschiedene Systeme, verschiedene Wissenschaften haben verschiedene Vorlieben, wie das richtig aussehen soll, wie das gut aussehen soll, wie sie das gerne machen. Suchen Sie sich die Zitationsformen, die zu Ihrem Wissenschaftsfeld passen und bleiben Sie dabei. Wenn Sie bestimmte Anforderungen haben im Rahmen einer Publikation oder für eine Lehrveranstaltung oder irgendetwas, ein anderes System zu verwenden, bleiben Sie konsequent bei diesem System in diesem Kontext. Grundsätzlich gibt es eigentlich keine richtigen und falschen Systeme, solange Sie das System konsequent verwenden. Damit vermeiden Sie dann Plagiatsvorwürfe und grundsätzlich gilt, wenn Sie aus einer wissenschaftlichen Arbeit oder überhaupt einem Werk von irgendjemand anderem irgendetwas übernehmen, zitieren Sie es sauber. Sagen Sie, das habe ich da gefunden. Im Umkehrschluss zitieren Sie nichts, was nicht vorkommt. Also unterstellen Sie den Leuten nicht, irgendwelche Dinge gesagt oder geschrieben zu haben, die sie nicht gesagt haben. Das wäre im gewissen Sinne auch ein Plagiat. Und wie Sie jetzt Plagiat vermeiden und wie Sie ein guter Wissenschaftler sind, der sauber zitiert, schauen wir uns jetzt einmal praktisch an. Dazu schauen wir uns noch einmal Suchergebnisse auf einer wissenschaftlichen Datenbank an. Das wirklich Schöne bei vielen wissenschaftlichen Datenbanken ist, dass sie ja das Bedürfnis von Wissenschaftlern kennen, dass wir eigentlich alle gut und sauber zitieren wollen und das kommt uns da schon mal entgegen. Das heißt, wenn wir Suchergebnisse haben, haben wir auch schon Zitationsvorschläge nach verschiedenen Systemen. Hier haben wir zum einen für drei gängige Systeme die korrekte Zitationsweise, die wir uns direkt zitieren können. Das heißt, wir sparen uns das Zusammensetzen von den ganzen Infos aus dem Artikel direkt und können das direkt übernehmen. Und was nochmal netter ist, als Wissenschaftler arbeiten Sie ja nicht nur mit 2, 3, 4 Papern oder wissenschaftlichen Quellen, sondern mit einer ganzen großen Bibliothek, die Sie sich selbst zulegen und die sollte man irgendwie verwalten. Dafür gibt es wissenschaftliche Zitationsdatenbanken und hier unten sind verschiedene aufgeführt und diese Informationen, die Sie hier haben, können Sie sich von dieser wissenschaftlichen Datenbank auch gleich ausgeben lassen, um das in Ihre Bibliothek zu importieren. Das heißt, die meisten wissenschaftlichen Suchmaschinen machen es Ihnen auch inzwischen sehr einfach, gut zu zitieren. So, das heißt, wir haben mal grundsätzlich gesehen, was so drumherum passiert. Das hier geben Sie an, wenn Sie etwas aus dieser Arbeit verwenden wollen. Schreiben wir das jetzt jedes Mal in den Text, das wäre ziemlich sperrig und dann können wir den Text an sich nicht mehr lesen. Deswegen lösen wir das in der Praxis ein bisschen anders. Das heißt, wenn wir uns jetzt mal ein praktisches Werk anschauen, sehen wir, dass wir hier eine Aussage haben, die zitiert wird. Das ist relativ kurz, das ist jetzt nicht die Angabe, die wir gerade eben gesehen haben. Das ist wesentlich kompakter, was uns erfreut im Lesefluss. Und wir sehen, hier hat ein Herr Eisen gleich sich selbst zitiert, gleich zweimal, einmal ein Werk aus dem Jahr 85, einmal ein Jahr aus dem Werk 87. Sich selbst zitieren ist etwas, das Wissenschaftler sehr gern tun. Wir haben ja vorher schon gehört, es ist eine tolle Sache, wenn man ganz oft zitiert wurde und andere Leute sehen das als Gütekriterium. Das heißt, Wissenschaftler machen das grundsätzlich gerne. Das machen wir aber nicht, um an unsere eigenen Bäuche zu bepinseln und uns gut zu fühlen, sondern auch einfach aus dem Fakt heraus, dass wir relativ viel in einem Feld arbeiten. Das heißt, dass wir viele Dinge getan haben und dass wir auch viele Dinge tun, die aufeinander aufbauen. Das heißt, die Theorie, die wir in unserem 5. Artikel verwenden, die haben wir vielleicht im 3. und 4. schon untersucht und wir können die praktischen Ergebnisse, die wir vorher generiert haben, jetzt heranziehen, um darauf weiter aufzubauen. Das heißt, es ist durchaus auch sinnvoll, wenn Leute sich selbst zitieren. Wenn das sehr gehäuft vorkommt, muss man halt ein bisschen schauen, ob das jetzt wirklich noch die Qualität hat oder ob das jetzt darum geht, seinen eigenen Wert zu steigern. Das heißt, es ist immer auch so ein bisschen kritisches Lesen gefragt im wissenschaftlichen Bereich. Wenn Sie eine wissenschaftliche Arbeit lesen, wenn Sie eine wissenschaftliche Arbeit schreiben, haben Sie diese Dinge im Hinterkopf.
Wenn wir ans Ende von einem wissenschaftlichen Artikel gehen, sehen wir hier all die wissenschaftlichen Werke, die da verwendet wurden. Das sind ziemlich viele. Da sehen Sie auch einen Indikator der Qualität eines wissenschaftlichen Werkes. Wenn wir hier nur ein oder zwei Einträge haben, ist das nicht sonderlich wissenschaftlich, denn wir haben hier gelernt, wir brauchen Theorie, auf der wir aufbauen können. Das heißt, hier sollten schon einige Dinge stehen. Das heißt, wenn wir uns hier mal ein bisschen hoch und runter bewegen in dieser Liste, sehen wir, da hat der Kollege ziemlich viel nicht nur gelesen, sondern auch eingearbeitet. Denn wir müssen noch berücksichtigen, nicht alles, was hier drin steht, ist das, was der Kollege weiß in dem Feld, sondern in der Regel lese ich sehr viele Sachen. Ich lese sehr viele wissenschaftliche Artikel. Ich lese vielleicht 5 und merke dann, okay, in einem ist was für mich drin. Das heißt, das hier im Literaturverzeichnis sind nur die Dinge, die wirklich eine tatsächliche Relevanz für die Arbeit haben, die übernommen wurden. Und das eigentliche Wissen des Wissenschaftlers ist noch größer, was eine ziemlich beachtliche Sache ist, was sehr zeitaufwendig ist, was uns immer wieder in diesen Prozess, den wir im zweiten Modul gelernt haben, frustriert, dass wir so viel lesen und immer wieder Neues lesen und gar nicht alles unbedingt verwenden. Aber darum geht es jetzt nicht, jetzt geht es ja um Zitation. Und wir sehen, wir haben in einer Zitation verschiedene Angaben. Wie diese Angaben angeordnet sind, hängt jetzt von den verschiedenen Regelwerken ab, die wir verwenden. Hier haben wir jetzt ein Beispiel, das ist zum Beispiel, wie Psychologen referenzieren. Das ist nach der APA, American Psychological Association. Und das ist so aufgebaut, dass wir zuallererst mal die Autorenangabe haben. Das heißt, wir haben einen Autor oder wir haben mehrere Autoren. Und wir geben hier an den Nachnamen und den Vornamen. Dann die nächste wichtige Information, die wir haben, ist das Erscheinungsjahr, das Publikationsjahr. Wann wurde diese Erkenntnis gemacht? Wann wurde das publiziert? Dann kommt die nächste Information, und zwar, das ist, wie heißt jetzt das Werk, um das es geht? Das ist jetzt zum Beispiel dieser Block. Das ist der Titel der Arbeit. Das heißt, wir haben jetzt mal so auf einen Blick alles Wichtige, was wir die Arbeit wissen müssen. Wir wissen, wer hat es wann geschrieben und was hat er geschrieben. Und jetzt kommen noch so die Zusatzinfos, die uns auch helfen können, die Qualität dieser Arbeit zu beurteilen. Wir sehen jetzt nämlich zum Beispiel, wo wurde das wie veröffentlicht. Das heißt, wir sehen jetzt zum Beispiel hier, das ist in einem Sammelband erschienen und dieses Buch heißt so. Es war auf diesen Seiten, das heißt 63 Seiten lang ist das Ding, in diesem Verlag erschienen. Daraus können wir jetzt gewisse Rückschlüsse ziehen. Es gibt verschiedene Publikationsformen und auch innerhalb dieser verschiedenen Publikationsformen gibt es halt immer noch mal qualitative Abstufen. Wenn Sie sich schon eine Weile in einem Feld bewegen, wissen Sie, was sind zum Beispiel gute Fachzeitschriften, was sind weniger gute. Und daraus, wo das publiziert wird, können Sie dann auch ableiten, wie gut dieser Beitrag an sich ist. Denn nur wirklich, wirklich gute Beiträge werden in den wirklich guten Fachzeitschriften angenommen. Das heißt, wir sehen jetzt zum Beispiel hier, das war alles so unter Mitarbeit des gleichen Autors und der hat zum Beispiel ziemlich viel in diesem gleichen Journal publiziert. Das heißt, er kann mit den Publikationsformen in diesem Journal gut, die finden seine Qualität gut, seine Arbeit. Das heißt, in den verschiedenen Ausgaben hat er jetzt verschiedene Ergebnisse zu diesem Bereich publiziert. Passt. Was wir abschließend dann oft gerne noch haben, sind jetzt die Seitenangaben, wo wir sehen, okay, wir können daraus schließen, wie lang ist jetzt diese Arbeit, die da zitiert wird. Ist das nur so ein 2-Seiten-Positionsding? Ist das ein ganzes Buch? Ist das jetzt irgendwie was Größeres, was Kleineres? Das heißt, die Referenzliste ist nicht nur gut dafür, den Kollegen den Respekt und Tribut zu zollen, der ihnen zusteht, nämlich ihre geistige Arbeit zu würdigen, sondern der ist auch massiv informativ für uns. Das heißt, gutes, sauberes Zitieren hat ziemlich viele Nutzen und ich möchte Ihnen nahelegen, das ordentlich und gewissenhaft zu tun. Viel Erfolg dabei!